Heute teile ich mit dir, wie ich mit meiner Energie arbeite, wie ich sie so verändere, dass sie Situationen anzieht, die mir Freude bringen. Bedeutet nicht, dass es bei mir immer alles rosarot ist und alles bestens läuft. Es gibt auch mal Tage, wo es kacke läuft. Und es gibt auch Dinge, die nicht so gut laufen. Aber ich merke, seit ich mit meinen Energien arbeite, dass es auf jeden Fall anders ist. Besser ist, leichter ist vor allen Dingen. Unsere Worte, unsere Absichten, unsere Taten, unsere Gefühle können dafür sorgen, ob der Energiefluss bei uns stockt und Negatives, Dunkles anzieht oder ob es fließt, was Helles anzieht und es uns leichter macht. Wenn ich also Absichten habe und Leute müssen echt aufpassen, wenn ich jetzt sage, schlechte Absichten, werden viele sich nicht angesprochen fühlen und sagen, ich habe immer nur gute Absichten. Bei mir kommen auch manchmal schlechte Absichten in meinen Sinn, weil ich mich bewusst beobachte. Viele Dinge laufen unbewusst bei uns. Schlechte Absichten sind zum Beispiel, nervt mich eine, und dann ist meine Absicht, sie jetzt fertig zu machen. Ich gehe hin und rede mit ihr und freundlich und lache, aber in Wirklichkeit mache ich sie gerade einfach nur fertig. Und das merkt man. Das heißt, mich selber wahrnehmen, was wirklich meine Absichten sind. Ich hatte das in einem meiner Kurse mal erzählt. Früher war manchmal, wenn ich mit meinem Mann eine Auseinandersetzung hatte, meine Absicht, ihn zu zerstören. Das heißt, ich gehe in ein Gespräch und mache ihn fertig. Mir ist es aber nicht bewusst. Ich gehe hin und habe das Gefühl, ich muss mich jetzt verteidigen und muss einfach nur meine Meinung sagen. In Wirklichkeit ist da aber die tiefe Absicht, ihn einfach nur fertig zu machen, ihn fühlen zu lassen, dass das nicht gut ist, wie er denkt, wie er fühlt oder keine Ahnung, nicht wie er denkt, wie er fühlt, aber dass er das, was er gemacht hat oder was er gesagt hat, dass er jetzt dafür büßen kann. Frauen können schon manchmal echt eklig sein. Und das einfach mal bewusst wahrzunehmen, was ist wirklich meine Absicht. Meine Absicht sorgt dafür, ob meine Energien fließen oder nicht. Ob ich Gutes anziehe oder ob ich Scheiße anziehe. Also was ist deine Absicht? Achte erstmal darauf. Dann, wie ich über andere Menschen rede, wie ich über mich selber rede, meine Worte, wie gesagt, meine Taten, meine Worte, meine Gedanken, meine Gefühle. All das, was ich oft mache, ist abends, bevor ich, nicht oft, eigentlich regelmäßig, abends, wenn ich im Bett liege, entweder ich sitze oder wenn ich todmüde bin, dann liege ich halt. Einfach mal zu beobachten, was da an Strom an Gedanken durch meinen Kopf rast. Und es sieht dann aus wie New York City. Ihr kennt doch diese Gebäude, wo überall Fernseher, Bildschirme sind und ganz viele Menschen und Autos und Motorräder und was auch immer. So ist es dann in meinem Bewusstsein. Und ich versuche, dieses Bild langsamer ablaufen zu lassen an Gedanken, die in meinem Kopf sind. Ich möchte mal gucken, was sind denn da? Weil verstecken sich oft Gedanken, die sich wiederholen, die sehr negativ sind, wo ich mich über Situationen aufrege oder über Dinge, mich schlecht fühle, ohne es zu bemerken. Und da zoome ich dann rein, ohne zu verurteilen. Es geht nur darum, bewusst wahrzunehmen, was ist denn da jetzt bei mir in meinem Bewusstsein für ein Gedankenstrom? Und wenn ich sehe, dass es da unerledigte Dinge gibt, wo ich mich drüber aufrege, dann mache ich mir oft Notizen dazu. Dann ist es schon mal raus. Es entlastet sehr. Und dann mache ich mir am nächsten Tag darüber Gedanken. Was kann ich hier noch tun, um es aufzulösen? Und manchmal gibt es nichts, was man tun kann. Kann ich jetzt damit arbeiten, dass ich es akzeptiere, dass es da ist, dass ich es loslasse? Das heißt, ich arbeite mit diesen Dingen, damit sie raus sind aus meinem System. Was man auch machen kann, ist, oder was ich auch ab und zu mache, nicht regelmäßig mit meinen Chakren arbeiten. Das heißt, du kannst dir mal ein Bild angucken im Online, wie sehen denn Chakren aus oder wo sind denn meine Chakren? Und dann dir vorstellen, gerade wenn ein Chakra belastet ist oder blockiert ist, dann hat es auch Auswirkungen auf die anderen, weil dann kann die Energie nicht so runterfließen. Es ist wie beim Wasser, ne? Wenn das da durchgeht durch verschiedene Eingänge und einer ist verstopft, dann kann es halt nicht bis ganz durchgehen. Und bei mir war oft das Halschakra ein Problem, deswegen auch die Schilddrüsenunterfunktion. Seit ich damit gearbeitet habe, ist es viel, viel besser. Also das war meine, zu meiner Wahrheit stehen. Das, was mich belastet, auch wirklich nach außen tragen, ohne Angst zu haben, dafür verurteilt zu werden und so weiter und so fort. Und wenn ich jetzt zum Beispiel spüre, aktuell sieht es wirklich gut aus mit meinen Chakren, aber es gibt auch Tage, wo es einfach nicht gut aussieht. Ich gucke hier immer auf dem Time Weaver, da kann ich ja eine Aura-Fotografie machen und mir das einfach anschauen. Und ich muss dazu auch sagen, ich bin auch eine, die sehr kritisch ist. Das heißt, ich habe auch den Time Weaver oft hinterfragt. Zeigt er das wirklich? Ist es echt so? Man kann es ja testen, ne? Wenn ich mich wirklich gut fühle, gucke ich mir meine Chakren an, die sehen gut aus. Wenn ich eigentlich jetzt gerade wirklich traurig bin oder verzweifelt oder ich habe Sorgen, gucke ich auch mal rein, wenn ich mich daran erinnere. Und dann sehen meine Chakren echt scheiße aus. Also es ist spannend, das mal so zu beobachten.
Übrigens, wer sich eine Analyse machen möchte, kannst dich gerne bei mir melden. Ja, Aura-Analyse, Aura-Fotos kriegst du auch alles zugeschickt. Ist alles machbar. Okay, jetzt raus aus der Werbung. Genau, das heißt, ich setze mich hin und stelle mir einfach meine Chakren vor. Stelle mir zum Beispiel meine Halsgegend vor. Und stelle mir vor, wie da Energie ist. Der Joe Dispenza hat eine tolle Meditation dazu. Die habe ich mir öfters abends angehört. Jetzt schon lange nicht mehr, muss ich auch wieder sagen. Ja, weil ich bin, was da so Regelmäßigkeit betrifft, mit solchen Sachen immer. Egal. Diese Meditation geht um deine Energie, also um deine Chakren. Ich finde die gut, weil er damit arbeitet, wie du die Blockaden aus deinen Chakren rauslässt. Du kannst dir entweder die Meditation anhören, ich mache es auf Audible, höre ich es mir an, oder du kannst es auch alleine machen. Dir vorstellen, wie es da ist. Also wenn ich jetzt in meinen Hals gehe jetzt gerade fühlt es sich weit an. Okay, sagen wir mal, es fühlt sich gerade eng an. Dann würde ich mir vorstellen, wie ist es denn eng? Wie fühlt es sich an? Und mit dieser Enge erstmal bleiben. Die Farbe mir vorstellen. Was ist für eine Farbe? Es ist eine graue Farbe, eine dunkle Farbe. Auch mit ihr bleiben. Tief ein- und ausatmen, ganz entspannt sein. Mir dann vorstellen, wie dein Licht reinkommt. Wie diese dunkle, graue Wolke immer heller wird. Wie die Energie immer weiter wird. Das, was eng ist, wird immer weiter. Das hilft schon, das zu verändern. Und glaub mir, vor einigen Jahren hätte mir das jemand erzählt, würde ich sagen, der will mich nur verarschen. Es kann nicht sein, es muss jemand anders machen. Wie es auch mit dem Timeweaver, du brauchst ihn nicht, du kannst es auch alleine machen. So, und wenn jetzt mein Coach mich von letztem Jahr sieht, wird er sagen, ey, hast du jetzt voll ins eigene Knie geschossen. Erst machst du die Werbung für dein Aura und jetzt sagst du, das könnt ihr auch alleine machen. Es könnt ihr auch alleine machen, ihr braucht dafür niemanden. Wie gesagt, vor einigen Jahren war ich auch der Typ, der sowas niemals geglaubt hätte, das ist doch eh nur Energiescheiß, ja, wer soll denn das bestätigen, weiß ich doch nicht. Probier es aus, du wirst im Außen die Ergebnisse sehen. Wir sind mächtige Wesen und wenn wir uns auf etwas fokussieren energetisch, also wenn wir uns nur darauf fokussieren, verändert sich schon die Energie. Fokussiere dich mal auf dein Herz und fass mal nur dein Herz an mit deiner Hand. Du wirst schon spüren, du spürst eine andere Energie um dein Herz herum. Also das sind die Dinge, wie ich mit mir arbeite. Das heißt, abends meinen Bewusstseinsstrom beobachten, was läuft da alles durch mich. Für den Alltag, was sind meine Absichten, was sind meine Worte, meine Taten. Kannst du das hier mal alles auch mal runterschreiben, dass du es wirklich siehst und überlegen, ist es das, was ich haben möchte? Wie rede ich über andere Menschen? Wie denke ich über mich? Mit den Chakren arbeiten, Meditation. Was ich auch gerne mache für meine Energie ist Räuchern, sowieso regelmäßig bei uns zu Hause. Und draußen barfuß laufen, wenn es ja noch warm. Wenn du die Möglichkeit hast, draußen auf der Wiese barfuß laufen und dich hinsetzen. Und wenn du dich da hinsetzt und wirklich einfach entspannst, auch da vorzustellen, wie die Energie von der Erde durch deinen Körper fließt und alles in Licht und Liebe transformiert. Das hört sich so doof an. Genau. Es sind noch andere Dinge, was heißt andere Dinge? Ich schreibe sehr viel. Ich schreibe ganz viel, was denke ich gerade? Ne? Über was beschäftigt mich gerade? Darüber zu schreiben, auch das transformiert ganz viel schwere Energie, weil sonst ist es einfach nur da. Ich rede nicht darüber, es ist einfach nur in meinem Unterbewusstsein, es ist einfach nur ganz leise in meinem Kopf und das belastet ganz viel und zieht auch natürlich gewisse Situationen an, die ich nicht haben möchte. Darüber schreiben ist so unglaublich heilend und dazu gibt es auch ein Buch. Wenn es mir einfällt, werde ich es euch einblenden, gibt es leider nur auf Englisch. Da wird auch ganz viel darüber beschrieben, wie wichtig es ist und was es alles ausmacht, zu schreiben. So, ihr Lieben, ich komme gleich zu dir. Ich wünsche euch jetzt einen wundervollen Tag. Wer gerne mit mir zusammenarbeiten möchte, unten ist ein Link. Bin ich sehr, sehr gerne für dich da. Ansonsten bis bald zu einem der nächsten Videos.